ein Projekt von der Uni Stuttgart ist das, wo wir Trainer komplett aufgenommen werden, sowohl Ton- als auch Bildaufnahme. Die waren jetzt, haben mich schon zwei Lehrgänge lang begleitet und da geht es vor allem um diese Trainer-Spieler-Kommunikation und ich bin da super offen. Ich glaube auch, dass da wirklich noch ein bisschen Potenzial liegt überall. Klar, jetzt bei so einem wichtigen Turnier ist es am Anfang natürlich immer unangenehm, glaube ich, aber spätestens nach Satz 2 vergisst man es dann auch und ja, ich bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Die werden uns in Berlin auch noch begleiten. Da werden sie dann auch das erste Mal bei den Mädels mit dabei sein. Ja. Und ja, ich seh das sehr, sehr locker, muss ich sagen. Ja, ja, es ist natürlich für die Zuschauer, glaube ich, natürlich dann auch gerade bei den Profis auch sehr, sehr interessant. Man sieht es ja auch in anderen Sportarten, Handball zum Beispiel, in den Auszeiten und so, wie da die Ansprache erfolgt, nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Form, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ja, ist natürlich auch spielerabhängig. Ne? Ja. Also im 1:1. Ich würde jetzt mal sagen, Tommy, weil wir jetzt hier gerade sehen, ist sicherlich anders zu betreuen wie Mikey Hollow oder wie die Sophia. Und man sieht es ja bei den Herren und Damen auch, dass die Trainer sich da schon auch anpassen, dann je nachdem, wer in der Box steht. Ja, eure Tipps, Sophia, was glaubst du, wer macht das Rennen hier? Ich glaube auch Schweiger tatsächlich. Wobei für mich Selzer auch ein bisschen eine Wundertüte, also nicht Wundertüte, aber dass er da gestern das 4-0 rausgehauen hat, nachdem er sich eigentlich 0-2 gegen Noah Herse noch in der Gruppe ein bisschen schwer getan hat. Also wenn er wirklich fokussiert und konzentriert bei der Sache ist, dann ist er auch echt gut, hat man auch gesehen. Ich glaube, der hat ja auch dreimal, also Top 48, Top 24 und Top 12 gewonnen. Der kann auf jeden Fall. Was jedoch ist einfach Tommy, glaube ich, der ja standhaftere oder der ja jetzt konstant auch echt gut gespielt hat und echt nochmal draufgelegt hat von seiner Leistung. Und ich glaube, ich bin doch eher bei Schweiger, wobei man selten alles andere als unterschätzen darf. Gibt dir recht, ja, vor allem Tobi. Wenn es wirklich eng ist, spielt er dann doch oft nochmal besser, als er das zuvor gemacht hat. Also ja. Mich jetzt oder auch schon gehört, dass er das gestern noch gut gedreht hat und dann trotzdem relativ souverän noch gegen Hersel und dann so ein 4-0. Naja. Bin mal gespannt, wie lange er das durchhält. Ich glaube, es stand 8-9 im fünften Satz gegen ihn. Also kann man auch mal souverän dann 11-9 sagen. Am Schluss keinen Matchball gegen sich gehabt. Ja, aber, genau. Aber 0-2, 0-3 hat er, glaube ich, auch gehabt im dritten Satz. Aber hat sich halt auch richtig dann offensichtlich ins Turnier reingefuchst, so reingespielt. Und, man muss auch sagen, dass er vom Kopf her nicht ziemlich stark ist. Also ich habe es gestern schon mal mit den psychischen Tricks angesprochen, aber der ist auch wirklich im Kopf, glaube ich, echt stark und kann dann nochmal das eine oder andere rausholen. Vielleicht nicht, wenn es ganz schlecht läuft, aber wenn er weiß, dass er ganz gut drin ist und den Gegner so ein bisschen kriegen kann. Auf jeden Fall, ja. So, 9-4 jetzt, das sieht gut aus im ersten Satz. Im ersten Satz für Tobias Selzer. Er kommt oft zum ersten Ball, der Tobi jetzt. Ne? Der Tommy spielt schon sehr passiv. Jetzt wieder. Ja. Eigentlich ein Aufschlag, den wir vielleicht schon hätte anfangen können. Oder müssen. Aber am Schluss. Ballwechsel. 6-9. Sieht, was für eine Schlagkarte die dann bekommen in dem Alter. Was für eine Reichweite. Ich hatte ja im Vorfeld mit dir auch telefoniert, Tom Manuel. Hier stehen noch meine Notizen. Vorhand ist noch ein bisschen, kann man noch dran arbeiten. Steht sehr breit am Tisch bei Tom Schweiger. Genau, ja. Aber so guck zwei. Mal, jetzt ist wieder ein Vorhandpunkt. Ja, ja. Hat er offensichtlich dran gearbeitet. Ja. Nee, vor allem diese breite Stellung, da sind wir mit Christi natürlich dran. Ist immer so ein bisschen das Bequemere. Erstens, man ist automatisch so ein Tick tiefer. Ja.
Und mit seiner Reichweite, was du auch angesprochen hast, Sophia, kommt er natürlich trotzdem auch in die Ecken. Aber ja, eher schlecht als recht, würde ich dann sagen. Und da versucht er selber auch dran zu arbeiten, das weiß er auch. Ja. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal. Hören wir mal den Stefan zu. Ob wir was reinkriegen. So, wir machen mit der Bananenstrategie immer ein Häppchen. Ja, das ist die ganze Zeit gespielt. Probier das mal selber. Da gibt es jetzt keine Aufschläge bei mir. Er hat schon angefangen. Leer oder Rückhand. Da darfst du nicht einfach hinschauen. Du hast auch keinen Druck auf den Ball. Und du kannst erst anfangen. Guck, dass du ein bisschen anspinnst den Ball, ein bisschen reingehen. Ja? Und dann auch mal mit deiner Rückhand in seine Vorhand oder Rückhand. Ja? Über Rückhand hast du jetzt eingeladen, aber du wirst diese Aufschläge nicht mitkriegen. Da können noch so viele Kurse nehmen. Und dann musst du gucken, was da wieder schnell raus und schildert. Wenn er den ersten Ball spielt, du hast den Schläger und er kriegt sein Tempo wieder, dann kommt nicht mehr so viel Zeit dabei. Nein, dann bist du da. Du musst den ersten Ball spielen. Ja? Und was du richtig gut gemacht hast, dass du auch mal richtig lange geschickt über die Seiten kommst. Okay? Jetzt baust du den kurzen ein. So richtig cool. Prima. Ja? Okay. Tja. Wirklich stark. Also war einiges zu hören jetzt, ne? Aber gut. Und Bananenpause, oder was war das am Anfang? Bananentaktik war das. Bananentaktik, genau. Aber da hat nichts mit der. Nimm mal ein Häppchen oder so. Genau, nimm mal. Ich dachte auch, er redet über die Banane, bis er die gezückt hat. Ja, stimmt, ja. Hat gewarnt, dass er jetzt die Aufschläge mehr variieren wird. Ja. Nee, aber da muss man auch ehrlich sagen, klar, auch richtig. Ne? Tommy, das Problem, lang in Ecke durch die breite Stellung. Kann er sich da nicht so gut bewegen und dann steht er auch auf dem zweiten Ball. Also genau das, was Stefan gesagt hat. Also da glaube ich, muss Tommy auf jeden Fall aufpassen. Wenn Tobi das schafft, das so zu spielen, wird es auf jeden Fall eng. Obwohl er noch sehr entspannt aussieht, der Tommy, finde ich. Ja. Na, jetzt. Ja, jetzt geht's langsam los. Eigene Technikkorrektur so ein bisschen. Ja. Ich glaube, es sind jetzt auch viele hier dabei, die parteiisch sind, weil ja gestern die Trikotverlosung kam und viele auf Schweiger getippt haben. Und das Trikot natürlich auch ziemlich cool ist mit den ganzen Unterschriften. Wobei ja alle, die jetzt schon raus sind, die müssen ja eigentlich für Tobias Selzer sein, weil ich glaube, auf denen hat wenige getippt bis. Stimmt, ja. Und dann wird es ja unter allen verlost werden. Wir haben gestern, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ja. Das Trikot. Nationaltrikot verlost, beziehungsweise ein Tippspiel gemacht, das ist natürlich noch nicht vergeben und ich bin schon raus. Du bist natürlich unparteiisch, du hättest eh keinen Tipp abgeben dürfen. Ja. Heute kannst du noch mitmachen, rein theoretisch, beim Tippspiel. Wie viele Beläge Sophia im Jahr braucht? Kriegst du überhaupt ein Trikot, wenn du gewinnst. Ja. Können wir in der Satzpause, wobei da mal gucken, können wir vielleicht auch mal zuhören dann. Ja. Genau, Frage, wie viel Trikots verbraucht. Wie viele Belege? Wie viel also Wahnsinn. Wie viele Belege verbraucht Sophia Klee pro Saison oder pro Jahr? Kannst du dir mal überlegen? In dem Jahr, wo sie jetzt verletzt war? Oder? Ja. Das ist nämlich so normal. Also ja, wir normal. Reden von mir und Gleichgesinnten. Ja, also, ja. Okay. Genau. Ja, da überlege ich nochmal. So, jetzt läuft's stark in die andere Richtung. Sieht gut aus für Tom Schweiger, 8:2. Ja, Tommy ist jetzt auch ein Spieler, der will jetzt auch nicht unbedingt den ersten anfangen. Hat er jetzt so den Winkel ein bisschen im Passiven besser eingestellt. Und hat jetzt, ja, ist jetzt auch der zweite Öffnungsfehler. Einmal mit Vorhand, einmal mit Rückhand. Aber auf Dauer, glaube ich, wenn er so passiv weiterspielt, wird's. Ja, wird's eng, glaube ich. Ja. So. 7 Satzbälle und wir können noch mal reinhören, was es jetzt für Korrekturen gibt.
erstmal ein bisschen Bananenhäppchen und dann. Bananentaktik, ja. Ja. Das ist genau das, was ich von Peter im ersten Block schon gerechnet habe, dass er mehr Halter und mehr leer und über aufschlägt. Dann kannst du den Ball nicht nur abstellen. Dann kriegst du nicht kurz, dann kriegst du nicht, dann kommt nicht schnell. Und dann kommt der an und dann wird schön. Ne? Also dann geh richtig in den Handgelenk mal oder geh mal über den Ball, gerade wenn du siehst, dass der ist, dann spiel auch mal Banane oder nimm. Oder Denker. Aber wenn du so lange keinen Denker hast, und dann kann er auch anfangen. Wenn er dann raus vom Schläger macht, dann nimmst du das Tempel. Aber wenn du langsam spielst und der kommt so fest, dann schafft er gar nicht mehr zurückzukommen. Also wenn du lang spielst, richtig lang. Und wenn du die Chance hast, kurz zu spielen, spielst du kurz. Deinen eigenen Aufbruch. Immer mehr über deinen Vorhand. Ja? Nach über Rückhand, das ist richtig Rückhand, da kommst du ja gar nicht raus. Da kannst du auch keinen Parallelen spielen. Ja? Viel mehr über vorne und kriegst du viel mehr Chancen. Ersten Ball auf Variable. Ja? Auf geht's, Tobi. So, was war das Essentielle für dich? Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, was man den Spielern als Trainer immer vorbetet. Vor allem, ich würde es jetzt mal als klare Rückschläge bezeichnen. Also er hat ja gesagt, wenn du die Chance kurz hast, auf kurzen Rückschlag, dann spiel den auch und wenn lang, dann richtig lang. Und das ist wirklich auch ein Punkt, wo wir gerade alle versuchen, daran zu arbeiten, dass die Rückschläge nicht wie im Training immer so schön hingespielt werden, sondern auch der Schubball schon mal aggressiv ist. Und ja, ich glaube auch wirklich, dass das die Lösung gegen Tommy werde. Also wenn Tobi es schafft, den Rückschlag gut lang über Ecke zu platzieren, dann hat er da auf jeden Fall eine Chance. Bisher waren es einfach zu passiv, die Rückschläge. Ja, mehr über die Vorhand hatte ich jetzt auch so ein bisschen rausgehört. Auch bei eigenem Aufschlag dann. Ja. Schauen wir mal. Hat er versucht, direkt kurz. Genau. Mal schauen, ob er den nächsten jetzt hart lang versucht. Das war ja was Stefan Schulte-Kellinghaus gesagt hat, entweder ganz kurz oder richtig lang. Genau, ja, weil alles, was er jetzt so halblang zurückgeschlagen hat, hat Tommy dann eigentlich auch nur zurückgeschubst. Dann hat Tobi langsam angefangen und mit dem konnte Tommy halt dann gut arbeiten. Mit dem Eröffnungsball. Zu 2. Sehr gut jetzt auch die Banane gespielt. Ja. Aber auch gute Banane, oder? Ja. Banane, das meistgenannte Wort in den letzten 10 Minuten. Ja, mit der Doppeldeutung ist natürlich. Ja, das stimmt. So, wir schauen nochmal in Chat kurz. Wie kam der Wechsel von Tobi vom Rheinland zum WTTV zustande? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Bin ich auch überfragt. Verein gewechselt. Genau. Bestes Angebot bekommen. Ja, ich glaube ja, dann bestimmt spielt er das Internat in Düsseldorf auch eine Rolle natürlich, dass er sich dann für den Schritt entschieden hat, auch den Verband zu wechseln. Hat vielleicht so ein paar Sachen einfacher auch gemacht, ne, mit einer eventuellen Förderung. Fahrtwege, ja. Und so weiter. In der Theorie bekommen wir beim Trainerlager immer gesagt, nur wenige Infos beim Coaching zu geben. In der Praxis werden die Spieler immer zugetext. Ja, also hat viel mir jetzt mitgegeben, aber du hast gesagt, das ist natürlich auch Typsache. Ne? Wie viel kann man aufnehmen, ja. Der Spieler, was braucht er? Braucht er eher Motivation, eher taktische Tipps? Ich denke, das weiß dann ein erfahrener Trainer wie er auch ganz gut. Ja. Ja, stimmt schon. Im Endeffekt bekommen wir auch immer noch gesagt, möglichst oder wenige Punkte ansprechen im taktischen Bereich. Aber man möchte dann natürlich als Trainer auch sein Bestes geben und ihm alle Infos oder dem Spieler alle Infos weitergeben. Muss man immer so ein bisschen schauen, was gerade passt oder wie man sich oder wie der Spieler sich auch fühlt. Ne? Ja. Glaube jetzt auch nicht, dass Tobi da alles komplett aufnehmen kann. Aber der Versuch muss zumindest da sein dann auch. Ja. So, jetzt nach einem guten Start eigentlich. Ich glaube, war sogar 5-2, ne? Oder so in die Richtung. Jetzt, jetzt hat er den guten Rückschlag mal über vorn gespielt. Kam auch direkt der Fehler von Tommy. Das könnte man hier ganz gut sehen, wenn wir nicht da wären. War außen. Genau, aber hätte fast noch... Christis Reaktion war auch im Hintergrund. Ja. Dieselbe wie wir.
9-7. Ja, gut in den Satz gekommen. Jetzt dann wird er aus der Hand gegeben. Jetzt schauen wir mal, ob er da nochmal was machen kann. Aber jetzt 3 Satzbälle für... Ja, also Tommy ist echt sehr geduldig da. Schupft die langen Bälle oft zurück. Wartet, dass Tobi anfängt. Fühlt er sich gerade so ein bisschen wohler. Boah, schöner Ballwechsel am Ende mit dem besseren Ergebnis für Tom Schweiger. Und ich glaube, wir können noch mal ganz kurz rein. Immer lang feste Handschuhe. Komm, probier. Mach das nicht schlecht. Weiter. Tja. Mehr Vertrauen in die Rückhand. Ja, auf jeden Fall. Nicht so viel umlaufen. Tobi hat auch eine sehr, sehr gute Rückhand. Würde auf jeden Fall besser dastehen, wenn er da ein bisschen rückhandorientierter dann auch den ersten Ball anfängt. Ja, schauen wir mal, ob er das jetzt direkt umsetzen kann. Einer hat noch gefragt, wie es bei Krise steht. Bei Krise steht es 2-1, 6-3. Bei die anderen sehe ich eigentlich gar nicht gerade, weil die alle in der Satzpause sind. Frankovic 2-1, 4-0 gegen die Lokalmatadorin. Irene 2-0, 9-9 gegen Stefanska. Ja. Bertelsmeier hat gerade das 2-0 gemacht, oder? 15-13. Ja. Genau. Die anderen werden wir gleich noch nachgeben. Den Rest gucken Tobi und Willi nach. Danzer für 2-1 gegen Köhler. Auch ein spannendes Spiel. Ich glaube, da führt Mikey 2-1, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, viele spannende Spiele jetzt in dem Viertelfinale. Das sind ja immer so fast die spannendsten Runden, ja. Finde ich, auch bei internationalen Turnieren. Und jetzt hier auch 4 Sätze, ist auch schön, hatten wir in Wiesbaden ja nicht. Und ja, jetzt gucken wir mal wieder hier, ob er jetzt... Wieder guter Start für den Tobi. Ja, ob er jetzt mehr die Rückhand einsetzt. Oh, shit. Das war die richtige Wahl, oder? Eine Frage an den Bundestrainer auch. Ja, ja, aber auch da wieder wirklich gut lang angeschupft. Tommy dann langsam eröffnet und dann, wenn er die Chance hat, muss er natürlich rumgehen und mit Vorhand. Das, was Stefan vorher gesagt hat, ging jetzt hauptsächlich um die Eröffnung, wenn er nicht so viel Zeit hat. Ja, und gegen Tommy halt immer schwer. Also Tommy ist dann so ein Spieler, der spürt dann auch so ein bisschen, wenn der andere nervös wird und spielt dann einfach mal einen Ball auf den Tisch. Schupft den Tobi jetzt zweimal Rückhand an, war zweimal Fehler dann vom Tobi. Das ja, macht er schon sehr gut. Ja, jetzt nicht so spektakulär, aber extrem unangenehm gegen ihn zu spielen. Tut es recht mit Mikey, der führt 2-1. Ja, Sophia, hast du schon mal Manu gegen dich gehabt als Coach? Gegen mich? Ja, also bei deutschen Meisterschaften. Ich glaube im Doppel als Finale mit Nastja, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, wenn ich ehrlich bin. Es war immer nur auf Sophias Seite. Nee, ist nie dazu gekommen. Was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen? Ganz kurz, Sophia. Sophia? Ja. Ja, kann ich natürlich jetzt nur von Stärken sprechen, ne? Ja, also eigentlich schon, ja. Ja, ja. Also, soll ich kurz weggehen? Sie ist noch die amtierende deutsche Meisterin, ja, noch 2-3 Stunden von daher. Nein,
Ich glaube, Sophia, jetzt ähnlich so ein bisschen wie Tommy, kann natürlich unglaublich gut in die Ballwechsel reinkommen, spielt da den Ball dann auch oft noch einmal öfter auf den Tisch als die Gegnerin. Glaube ich, ist dann durch die Erfahrung oder durch die vielen Spiele, die sie schon gemacht hat, da auch echt vom Kopf her relativ klar, auch wenn es mal eng ist. Auch wenn du gestern erzählt hast, dass du immer nervös bist. Aber ich war so nervös vor dem Interview im Finale, wirklich. Und ja, ich würde das schon als deine ganz große Stärke beziffern. Würde ich auch. Ja. Schön, dass wir uns so wieder für ein bisschen Harmonie gesorgt hier im Livestream. Und ja, jetzt hat es 7-2, 7-5, wenn ich das richtig, 7-3 auf jeden Fall. Wichtiger Satz, vor allem für Tobias Seltzer natürlich. Das ist jetzt auch wieder so, ich sage jetzt mal typisch Tommy. Also liegt hinten, macht jetzt 2-3 kleine Punkte, ist auf einmal wieder da. Jetzt fängt man dann als Gegner ein bisschen das Überlegen an. Klar, sehr wichtiger Satz für den Tobi jetzt. Und jetzt das 7-7. Schöne Perspektive jetzt, denke ich, für den Ball. Gestern auch gesehen, egal wie weit hinten Tommy ist, das hat nichts zu heißen. Der versucht auch hinten weiter zu kämpfen und dann wieder nach vorne zu kommen oder von hinten auch noch eine hohe Qualität zu spielen. Boah, schade eigentlich. Pariert den Kartenball eigentlich gut und dann... Hättest du in dem Satz einen Timeout genommen? Beim Tommy ehrlich gesagt nicht. Also bei Seltzer? Bei Seltzer hätte man überlegen können. Ich bin mittlerweile wirklich ein Fan, sag ich mal, von frühen Timeouts. Ja, wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert gewesen. Ist jetzt aber auch so ein bisschen natürlich, ja, muss man dann schon überlegen, also wegen was will ich das Timeout nehmen. Ich glaube jetzt taktisch wird sich gegen Tommy jetzt nicht viel ändern. Klar hat dann Tommy jetzt einfach auch ein bisschen besser gespielt, um den Lauf vielleicht zu unterbrechen. Ja, auf jeden Fall eine Überlegung wert, glaube ich. Im Nachhinein ist immer einfach zu urteilen, ne? Natürlich hätte er das jetzt nehmen müssen. So, 9-9 jetzt aber. Richtig, richtig spannende Phase. Was glaubst du, was ist jetzt der Aufschlag der Wahl? Ich frage den Bundestrainer. Kurz. Na, halblang, schau. Aber war der so gewollt? Das ist natürlich jetzt die Frage. Kurz wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ja. Genau, ja. Nee, Tommy jetzt auf halblang auch mal angefangen und das ist auch, jetzt fängt er bei 9-9, fängt er jetzt auf einmal an, wieder halblang anzufangen. Na, und dann das 11-9. Sehr gut, Rückhand parallel. Ja. Ganz, ganz schwierig, den Ball zurückzuspielen dann. So, ich fahre nochmal hoch. Jetzt hat er mit zwei Rückern parallel Bälle gepunkte, wo du auf der Rückhandseite warst. Du musst keine Ahnung haben. Wenn er Zeit hat mit vorne, spielt er einfach gut. Aber am Ende hast du zwei, dreimal richtig gut vorbereitet. Dass du einfach dann nochmal im Ball springen lässt und dann reingehst. Erste Ball, auch mal viel mehr Angriff hin, gar nicht immer nur volle Sprünge. Probier auch mal in der Länge einen anderen Sprung zu ziehen, gerade über seine Form. Form ist eine Wucht, wenn er ihn spielen lässt. Aber wenn der erste Ball mit Rotation bekommt, lässt er den abspringen. Und dann kannst du auch auf dem zweiten Ball drauf. Aufschläge noch konsequenter, aber er wechselt jetzt auch ganz gut auch mit langen Rückschlägen. Er darfst du nicht in der Ecke stehen. Er geht da besser raus. Ne? Komm, Kopf hoch, weiter probieren. Ja, sehr, sehr positiv auch. Gefällt mir ganz gut bei ihm, die Ansprache. Sehr klar und positiv. Ja, hat ihm jetzt viel Mut zugesprochen. Ja. Braucht er jetzt auch. Der Weg ist lang. Ja. Wie gesagt, vor allem gegen Tommy, der dann in den wichtigen Phasen immer mal wieder einen Ball auf den Tisch spielt, wo man es nicht denkt. Ja, braucht er den Mut, um dann auch Richtung Punkt zu gehen, der Tobi. Ja, Tom Schweiger
in deinem NK1? Tobias Seltzer aktuell glaube ich nicht, aber sicher nah dran. Es wäre genau, auch nicht Fall. So einfach für euch da, die, ich glaube 12 Spieler sind es am Ende dann auszuwählen. 10 nur, also bei mir nur noch 10. Okay. Und der Kader ist jetzt ja noch von U18 auf U19 gegangen. Heißt, man hat noch einen Jahrgang mehr. Ja. Deswegen hat es da jetzt, ja, musste ich ein paar Spieler auch rausnehmen. Was für dich sicher keine schöne Aufgabe ist. Ähnlich einer Nominierung wahrscheinlich dann. Das ist natürlich immer das Unangenehmste. Ja. Was nimmst du hier mit für die JTM dann vor allem auch, für die Nominierung? Ich meine, es sind sicher noch ein paar internationale Turniere, aber... Genau, also das ist jetzt so der erste Eindruck, den man sich dann wirklich Richtung JTM auch verschafft hier bei den deutschen Meisterschaften. Die ersten drei der Weltrangliste sind ja fix. Also das steht in unseren Nominierungskriterien so drin. Das ist aktuell der Hannes Hörmann, der Tom Schweiger und der Vincent Senkball, der gestern gegen Mikey raus ist. Mhm. Und um die anderen zwei Plätze streiten sich alle anderen. Ne? aber ja, da jetzt eine Aussage zu treffen, ist nicht möglich. Es sind noch drei internationale Turniere, die echt nochmal wichtig werden natürlich. Und ja, dann schauen wir mal. Wie die Form dann auch ist bei den Jungs. Sophia, du warst wahrscheinlich auch immer über die Weltrangliste nominiert, oder? Ich wusste tatsächlich von der Regel gar nichts. Also kommt das jetzt auch nicht ausführlich erklärt, dann irgendwann steht dann fest, oder die Bundestrainerin, wenn es jetzt bei zwei nicht ganz klar ist, die werden dann auch eigentlich noch bei den Vorbereitungslagen eingeladen und dann wird halt zwischendrin halt gesagt, hey, für dich wird es irgendwie schwer und für dich nicht. Aber das ist halt kurz und knapp, ne? Du bist nominiert, du bist nicht nominiert und der nicht nominiert ist, nochmal kurz. Vielleicht irgendwie beim einen oder anderen Ergebnis lag es oder wie auch immer, aber da wird nicht gesagt, du bist jetzt nominiert wegen der Weltrangliste. Ich glaube, die Spieler, also ich glaube, Schweiger macht sich da eher weniger Sorgen, auch wenn es nicht über die Weltrangliste gehen würde, dass der dabei ist. Das ist eigentlich schon ein bisschen drin. Genau die Spieler, die noch drum kämpfen können, die wissen das auch, und bei den Spielern, denen es schwer wird, die wissen das auch. Also eigentlich ist das ziemlich deutlich immer. Es baut sich über das ganze Jahr, glaube ich, ja so ein bisschen auf. Man merkt dann auch, wie man zu den internationalen Turnieren nominiert wird oder auch nicht. Ja. Also natürlich ist es schwer für einen Spieler, der jetzt im ganzen Jahr ein internationales Turnier gespielt hat, der wird sich schon denken können, dann, dass es Richtung EM schwer wird. Genauso wie Tom Schweiger jetzt auch weiß, der ist, ich glaube, aktuell Erster sogar bei den Deutschen, also unter den Deutschen der Weltrangliste. Ich hab sie da. Hat dann natürlich die nationalen und auch international gut gespielt. Also ja, Tom Schweiger 32, genau. Hannes Hörmann 45 und Vincent Senkball 53. Genau. Aber wir schauen jetzt, glaube ich, nochmal aufs Spiel, denn 5-5. Schöner Ballwechsel. War auch, was Sophia vorher gesagt hat. Tommy auch von hinten, immer Spin, immer Qualität. Versucht die Bälle dann auch weit hinter zu platzieren, das schwierig ist für Tobi, Druck aufzubauen. Ja. Kam gerade der glückliche Papa Brankovic vorbei. Genau. Jetzt 7-7, das wäre natürlich auch schon Schöner Rückhand hier. Sehr gut auf die Banane wieder. Ein Zeichen, dass er nach dem 0-1 dann auch wirklich das relativ souverän nach Hause spielt. Aber so weit ist es noch nicht. 8-7 jetzt wieder für den WTTV-Spieler, der ja auch schon in der TDBL gespielt hat. 3 Spiele insgesamt, glaube ich, in den letzten 2 Jahren. Wie gesagt, Tobi muss halt da wirklich für jeden Punkt kämpfen. Also Tommy variiert jetzt wirklich gut, schupft mal an, fängt mal selber dann mit Banane oder auch mit Topspin an. Ganz, ganz schwer für den Tobi, er macht er gerade wieder sehr, sehr gut. 9-7. Jetzt wieder Rückhand parallel. Stefan auch gesagt, dass er da so ein bisschen aufpassen soll.
Hat er aber nicht. Ja, ist natürlich auch immer einfach gesagt. Ne? Boah, stark jetzt. Richtig gut, wie er diese Spin-Eröffnung diagonal versenkt und sich damit zwei Satzbälle erspielt zum 2:3 Anschluss. Spielt er echt noch eine hohe Schlagkraft da von hinten. Einen hat er noch. Ja, ja, ich glaube, wenn es Tommy schafft, Rückhand nicht genau diagonal zu spielen, parallel oder in Mitte, dann ist das schon ein Vorteil. Bin jetzt gespannt, wie er auf den Rückschlag reagiert. Schöner Ballwechsel wieder. Sehr gut übernommen mit Rückhand von Tobi. 11-10. Satzball Nummer 3. Vorher zweimal getroffen. Jetzt. Netz raus, wird man schimpfen in den Amateurklassen. Ja. Nur Pech heute. Nur Pech heute. 11-11. Und jetzt der erste Matchball für den Top-Gesetzten hier in Chemnitz. Vom FC Bayern München, und er macht den 4:1-Sieg perfekt und zieht damit ins Halbfinale der Deutschen Meisterschaften ein. Herzlichen Glückwunsch an Tom Schweiger zu dieser, ja, dann doch souveränen, ich würde sagen souveränen Leistung, aber auch Tobias Seltzer, glaube ich, mit einem richtig guten Turnier.